Das ist ein Puppel. Was kann man hier? Teile ein Foto oder Video mit den Zuschauern. Oh, wusste ich gar nicht, dass es geht. Hm, Fenster, ne. So, und Frau Renegier ist hier hinten. Hallöchen! An die fünf Menschen, die sich das vielleicht anschauen. Hey Phil! Ich wollte mal kurz vorbeischauen und vielen Dank sagen fürs Zuhören meines Songs. Ja, Hallöchen. Schön, dass es euch gefällt vielleicht, weiß ich nicht. Freut mich auf jeden Fall. Porsche! Edi! Manu sitzt gerade neben mir. Hallo. Wir sind gerade am Video bearbeiten wegen den, wie heißt das? Was willst du sagen? Wegen den Farben und sowas, weil es irgendwie noch nicht ganz geil ist. Melanie, niemand will sich auf dich setzen. Live gehen mit Meff. Nee! Hä? Das ist doch. Ach so. So. Genau. Haben Sie was gegen Furz? Habe ich dich nicht gerade stumm gemacht? Ich dachte mir, ich frage euch einfach mal, ob ihr irgendwelche Fragen habt über den Song. Und ja, ihr könnt fragen und ich könnte antworten. Hey Kev! Genau, und wie gesagt, der Song ist jetzt schon echt alt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Song, dass er jetzt draußen ist, weil er war die ganze Zeit auf meiner Festplatte und ist da verstaubt und ich dachte, irgendwann muss ich den mal rausbringen und deshalb ist er jetzt mal da. Ich kann noch den Song singen. Die Lyrics kann ich auch noch veröffentlichen. Ich kann mal gucken, ob ich das irgendwie auf so einer Lyrics-Seite online eingeben kann. Die sollten aber eigentlich auf Apple Music zu sehen sein. Ich weiß gar nicht, ob die schon zu sehen sind. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis es dort ist. Und der Songtext sollte auch irgendwann bei Instagram zu sehen sein, also wenn man halt den Song einfügt. Was war die Motivation für den Song? Wie fühlst du dich damit, deinen Song jetzt rausgebracht zu haben? Okay, ich fange mal da oben bei den Fragen an. Hier. Liebe Grüße, David! Oder David! Genau, Lyrics habe ich ja schon beantwortet. Was bedeutet der Song für mich? Da kann ich auch direkt die Frage, wie fühlst du dich denn mit deinem Song jetzt... was war deine Motivation, den Song zu schreiben? Kann ich direkt in einem Happen beantworten. Hauptsache, du sitzt die ganze Zeit neben dran und machst gar nichts. Ja, es geht ja auch um dich. Los geht's. Ist doch egal. Kannst du doch nicht die Interviewer spielen? Halt, hab mein Mikrofon nicht dabei. Da hinten. also die Motivation für den Song war genauso wie Expectations, lustigerweise. Da steckte ich in einer Situation und es war eine, aber ich meine, die Situation kann man auch auf mehrere Situationen wie heißt das? Übertragen. Danke. Gerne. Da hatte ich jemanden gedatet und also wir haben uns ewig gut verstanden eigentlich, aber jedes Mal, wenn ich nicht physisch da war, habe ich nichts mehr gehört und das hat mich dann irgendwie voll verletzt, weil ich dann auch nicht wusste, woran ich bin und ich kam mir dann irgendwann so vor, als würde ich einfach so warm gehalten werden, falls irgendwie doch irgendjemand Besseres vorbeikommt. Lustigerweise hatte ich jetzt Ende 2019 oder Mitte 2019 auch so eine Situation, also nochmal so eine Situation, deshalb dachte ich mir, irgendwie passt das, weil es immer das Gleiche ist. Also hat was mit Dating zu tun, ich hatte ja noch nie einen Freund und einfach so, ist das so. Genau, und dann hat es halt eben mit der Situation zu tun gehabt und aus der Mut habe ich den Song dann geschrieben, einfach so aus dem Nichtswissen oder Unwissenden, was Sache ist, weil wir nicht darüber großartig geredet haben. Genau, also zu dem Zeitpunkt. Genau, welche Farbe passt am besten zu dem Song?
finde blau. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Blau oder so ein Tannengrün, weiß ich nicht. Mhm. Und danke, Kevin. In welche Emotionen hast du... Die Frage habe ich ja theoretisch auch schon beantwortet. Also eher so traurig, nachdenklich. Melancholisch, danke. Sehr gerne. Ja, ich liebe Jessie J. Ich war auf jedem Konzert, was sie in Deutschland hatte, abgesehen von einem einzigen. Da war ich nicht dabei, weil... Keine Ahnung, ich war auf jeden Fall dabei. War ich bei Wolf ich weiß, oder hatte ich... Nein, du hast irgendwas anderes einen Job gemacht. Gehabt? Ich glaube, du hattest einen Job oder ein Shooting oder so. Ja. Wie ich auf den Text gekommen bin, das hört man, glaube ich, so ein bisschen in diesem Prozess, dieses IGTV, was ich hochgeladen habe. Ich saß abends da am Klavier, ich habe gearbeitet und irgendwann kam mir diese Melodie, beziehungsweise es kam mir so eine Idee und eine Art Melodie und so ein paar Akkorde habe ich dann gespielt und dann kam das bei raus. Und dann habe ich auch die Lyrics eigentlich echt schnell geschrieben, lustigerweise. Es ging. Du hast es mitgekriegt, ne? Was denn? Du kannst uns ja schon. Ja. Also ich. Also die Lieder geschrieben. Ja, sowieso. Also, Aber das habe ich ja voll schnell gemacht, ne? Ja. Das ging irgendwie. Zack, zack. Aber das ist immer bei dir so. Wenn du so eine Idee hast, dann geht es schnell bei dir manchmal. Das ist immer so bei dir, manchmal. Genau. Kannst du mal deinen Song von The Voice von Jessie J singen? Das Instrumental ist ja auf dem Handy. Okay, dann ist der Text noch nicht auf Apple Music, aber er sollte irgendwann dann kommen, theoretisch. Und... Hey, David! Geht es bei Expectations Leading Me On um den gleichen Typen? Nee, da geht's... Nee, ich hab gerade was gelesen. Bei Expectations ging es um anderen Typen und bei Leading Me On auch. So viele Typen. Überhaupt nicht. Expectations ist sowieso jetzt ein lustiges Lied, weil wir jetzt vor kurzem was Lustiges über den erfahren haben. Boah, es ist nicht lustig. Ja, ist es auch nicht. Es ist eigentlich voll traurig. Naja. Luca! Was hast du in Kitzingen gemacht? Ich habe in Kitzingen gearbeitet. Hättest du was dagegen, wenn ich dich mal zeichnen würde? Das wäre mir eine Ehre. Ich rede gerade wie Herbert Grönemeyer. Es wäre mir eine Ehre. Wenn du magst, kannst du das tun. Aber fühl dich nicht gezwungen. Juan, hast du mal Lust in meinem Leisch? Du warst schon mal drin, aber du bist nicht... Du warst doch... Leon, du bist doch... Der mit Mika live war, ne? Ja. Du hast mir dann geschickt und es tut mir leid, ich hab's aber nicht gesehen. Dann ich war dann, glaube ich, schon schlafen oder irgendwas anderes gemacht, sorry. Wirst du noch mehr Songs schreiben? Wäre mega cool. Ja, ich hab erst letzte Woche 3 Songs gemacht. Mit einem bin ich vollends zufrieden. Und da kam mir auch noch voll die coole Idee. Hast du eigentlich dich nee, zu äußern? Nee, ich wollte das dazu sagen, aber das sage ich dir später. Mhm. Auf jeden Fall, habe ich da 3 Songs letzte Woche geschrieben mit einem Team, also mit noch einem anderen Songwriter und einem Produzenten und genau, und es war sau cool und einer ist richtig, richtig cool. Ist der eine nicht richtig cool? Der eine ist richtig, richtig cool. Ich liebe den Song. Wie du von Alessandro zu Juan wechselst. Ja, ich wusste nicht, dass Sandro auch online ist. Wie lange kennt ihr euch beide schon? Wir kennen uns, das weiß ich gar nicht. 7? Nee. 6. Jahr jetzt, glaube ich. Wahrscheinlich. Doch, 5. Ich glaube, letztes Jahr war es 5 und jetzt ist es 6. Jahr. Aber erst im Dezember dann? Ja, erst im Dezember, aber wir sind dann im 6. Jahr. Dann kennen wir uns seit 5 Jahren. Wir sind im 6. Jahr, okay. Ob ich mal. Also, wenn ihr wollt, kann ich mal kurz Leading Me On singen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Gerade. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gesungen. Welchen Song hättest du im Finale bei Voice gesungen? Also erstens den eigenen Song, dann My Immortal von Evanescence und ich hätte ja mit Zoe Wies Control gesungen im Duett. Das hätte ich auch richtig gefeiert.
Aber ich find's auch geil, wenn du Arcade gesungen hättest. Ey, wenn Ey, ich. das wäre das Beste gewesen. Ich bin froh, dass ich nicht ins Finale gekommen bin. Sagst du? Weil Sandro hat ja mit Duncan Lawrence Arcade gesungen und ich glaube, ich wäre gestorben, hätte ich das sehen müssen, so live. Weil ich liebe Arcade und ich liebe diesen Song, ich liebe das Musikvideo. Genau das Musikvideo hatte ich eigentlich geplant für einen anderen Song von mir. Schon bevor es dieses Musikvideo gab, gell? Ja. Der hat es mir nachgemacht, der kam in meine Gedanken, hat es mir geklaut. I am Juan, I'm done. That's me. Wie war es möglich, den Song zu veröffentlichen? Wie war der Prozess? Also, ich habe den Song ja schon, wie gesagt, Ewigkeiten. Und dann habe ich mal geschaut und normalerweise, also mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, sowas zu veröffentlichen. Und ich habe mich dann an so eine Seite gewendet, wo man dann die Sachen selbst halt hochladen kann. Man muss halt was dazu zahlen. Aber ich dachte mir, es ist mir jetzt egal. Ich will nicht mehr die Songs in meiner Festplatte haben. Das nervt mich, dass die da einfach rumlungern. Ich mag die Songs ganz gerne und ich dachte mir, mir ist es egal. Also nein, es ist mir nicht egal. Ich freue mich natürlich, wenn sich Leute das anhören, aber es ist mir nicht. Mein Hauptaugenmerk ist nicht, dass ich jetzt irgendwie 500.000 Leute habe, die mir zuhören, sondern einfach die Songs, die mir gefallen, rauszubringen. Und wenn sich damit irgendwie jemand identifizieren kann oder irgendjemand in der gleichen Situation ist wie ich und sich dadurch irgendwie verstanden fühlt und ich den Menschen dadurch irgendwie vielleicht so eine Schulter geben kann oder halt ein Ohr geben kann, dann freue ich mich. Und das ist so das Wichtigste für mich eigentlich. Genau, aber da habe ich jetzt auch wohl die Diskussion mit meiner Mutter gehabt, weil sie mag den Song nicht, hat gemeint, ich bin die Masse, mir gefällt der Song nicht, also wird es den anderen Leuten auch nicht gefallen. Dachte ich mir so, mir doch egal, ob es denen gefällt oder nicht. Ich habe den Song gemacht, ich mag ihn und das ist das Wichtigste. Wenn ich den Song mag, dann wird ihn vielleicht jemand anderes auch mögen. Richtig? Vielleicht, ja. Spaß. In Bremen arbeite ich auch. Was ist mit dem Typen? Mit dem Expectations-Typ? Ich glaube, ja. Du scrollst so langsam runter. Ja. Ich habe richtig Lust, mich bei... Ich bin voll happy, dass der Song endlich draußen ist. Ich habe ihn auch live schon ein paar Mal gesungen. Deshalb ist cool. Und wann der nächste Song rauskommt, weiß ich noch nicht. Man muss ja noch ein bisschen warten. Und wir müssen noch das Video drehen. Für was? Für den nächsten? Ja. Achso, ja. Da freue ich mich drauf. Hauptsache, also, wir sind so voll die Budget-Leute. Wir haben kein Geld für gar nichts. Das Video, was wir jetzt für Leading Me On gedreht haben, haben wir auch einfach in einem Wald gedreht. Es war minus 3,5 Grad. Es war so kalt. Überall lag Eis. Ich musste um 5 Uhr aufstehen. Um 8 Uhr sind wir in den Wald gegangen. 5 Uhr, okay. Aber okay. Halleluja. Ups. Ah. Warte mal, wie geht das? Ah. Aber das nächste wird richtig cool. Da freue ich mich schon voll. Ich glaube, das wird geil. Ups. Das Video. Ja, voll. Wenn es nicht unscharf ist. Nee, da finde ich es aber richtig cool, wenn es unscharf ist. Ja. Excuse you. Beabsichtigt. Nee, das gehört meiner Mama. Das ist alles Mama. Das ist alles Mama. Vor allem ist es auch noch so voll im Mittelpunkt. Und dann noch das hier. Die Engel. Ich weiß gar nicht, aber es gehört meinem Papa. Das ist von meinem Papa. Das da? Ja. Echt? Ja. Und das gehört meiner Mama. Meine Mama ist religiös. Die betet auch immer vorm Essen. Echt? Ja, ich esse dann immer schon. Das habe ich noch nie gesehen. Hatte ich mal gesehen. Was? Warte mal. Ich mache ein Bild. Oder du machst ein Bild. Oder guck mal nach. Warte mal. Nico Santos 0701, wir gucken jetzt nach. Moment. Das war das coole Bild gewesen. Nico, warte mal kurz. Santos, also Punkt. Nee, Punkt. Nico, Punkt. Santoso. Santos. Santoso. 0701. Ah. Hä? Er wahrscheinlich privat geschickt. Okay, ich muss mal gucken.
Den Namen habe ich jetzt gescreenshottet, damit ich es finden kann. Ja, perfekt. Kommt ganz drauf an. Also, ich musste jetzt, also muss da, muss man, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob man da so Kostet. eine. Ich glaube, man muss so Ach eine so. Gebühr zahlen für die Mitgliedschaft auf dieser Webseite. Und dann musst du nochmal extra Geld zahlen, dass du den Song halt hochlädst und der Song dann auch online bleibt, auch wenn du nicht mehr diese Webseite abonniert hast. Und ich möchte nicht, dass ich eine Webseite, also diese Webseite abonniere und dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach ein paar Monaten denke so, okay, vielleicht sollte ich eine andere Webseite nehmen, vielleicht ist die besser und dann ist der Song plötzlich weg, deshalb habe ich dann halt das extra Geld nochmal drauf gezahlt. Also ich mache nur Minus, 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 aber ist mir egal, Hauptsache der Song ist draußen. Aber wie viel kostet das? Ich weiß nicht mehr, was die Mitgliedschaft gekostet hat, aber zum Beispiel der Song, dass der jetzt unendlich draußen ist, also nicht gelöscht wird, wenn ich nicht Ah, mehr da bin, okay. musste ich, glaube ich, 37 Euro Ah, das geht zahlen. ja. Das ist mir noch von Geld. Ja, okay, ich dachte aber viel mehr. Nee, zum Glück nicht. Ich vergesse niemanden. Ich bin auch nicht fame. Ich kaufe meine Klamotten immer überall. Ich muss gerade gucken, gibt es noch irgendwelche Fragen über den Song Are You Gay, Juan? I am, because I sang about porn. Next level artistry in all of your performances on The Voice. I love it. Oh, thank you very much, Conan. Ja, lass es doch einfach. Wo bist du gerade? Ich bin gerade zu Hause in Mannheim. Wie lange hat der Song gedauert? Also, ich hatte die erste Strophe. Den Pre-Chorus, den Chorus relativ schnell. Ich glaube, die zweite Strophe hat ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht mehr. Und die Was Bridge denn? habe ich dann während der Aufnahmesession geschrieben. Wir hatten 3 Tage und haben da, glaube ich, 4 Songs gemacht. Und da haben wir die Bridge geschrieben, ja. Und die Bridge liebe ich, dieses I'm running in circles that always bring me back into your eyes. Und ich schicke aus Versehen immer nur halbe Kommentare. Boah, krass, wie verzögert diese Kommentare. Oh, so sorry. Ich glaube, du musst mal runterscrollen. Hast du noch Kontakt mit Ovon? gerade nicht. Immer mal wieder. Also ich wollte eigentlich ihr Lied covern, aber es ist mir zu hoch. Ich habe sie extra gefragt, ob sie mir das Instrumental schicken kann. Sie hat gemeint, ja, mach das, ich will das unbedingt von dir hören. Wie viel Kontakt hatte ich zwischen den Jahren von The Voice mit Yvonne? Nicht viel. Also immer mal wieder so, hey. Oder wenn ich dann irgendwie jemanden von meinem Team gesehen habe, also von Team Yvonne damals, 2017, habe ich halt ein Foto von uns gemacht und habe es ihr geschickt und habe gemeint, Grüße. Verstehe, du hast den Song auf deine eigenen Kosten veröffentlicht. Eigentlich sollte dir aber endlich mal jemand einen Plattenvertrag geben. Wo sind die Yvonne Silbermond? Ach, passiert, wie es passiert. Willst du dich neben dem Singen und Modeln auch im Schauspiel versuchen oder hast du da bereits? Ich habe leider keine Erfahrungen im Schauspiel, aber Halleluja, ich hätte so Bock drauf. Oh mein Gott, ich würde Nein, du sterben. müsstest eigentlich Synchronsprecher Synchronsprecher, werden. oh, Synchronsprecher, Schauspielerei, ich würde es lieben. Ich hätte da so Bock drauf. Oh mein Gott. Hast du den Song das erste Mal gepostet? Also hast es vor 3 Jahren aufgenommen, das erste Mal gepostet? Also das erste Mal ist er auf einer Plattform. Ich habe immer mal wieder irgendwie so kleine Snippets auf Instagram gehabt oder mal live gesungen. Genau. Hi, Spain. Hola. Hola, Oscar. Kannst du mal singen? Soll ich mal singen? Sing mal. Sing mal. Das wenn der Beatbox. Ja, genau. Mach mal Beatbox hier. Beatbox. Music. Ist es jetzt bisschen verbunden? Ja. Okay, let's go. Oder? Bist du bereit? Ich bin nicht Okay. bereit. Ich versuch's. Let's go. Es kann sein. Ich habe heute nicht gesungen. Jetzt singe ich. Achtung, 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 Achtung. Toll. Warte. Ich hasse das, das ist bei mir auch immer so. Wie auch immer so. Nee, ich bin nicht verbunden. Technische Probleme. Ich bin nicht mehr verbunden. Mach erstmal weiter. Ich check mal Okay. kurz. Mit Dimi, glaube ich, habe ich noch am meisten Kontakt. Tosi, Losi, Osmosi. Ich bin so vergesslich. Nee. Akku 50%. Verbunden Wie konnte mit das sein, dass iPhone du von dir Manuel.
über Spotify deinen Song über den Premium-Account anhören konntest? Nee, man kann ihn ja auch über den normalen auch anhören, aber. Okay, sorry. Man kann ihn ja auch über den normalen Account anhören, aber du musst ja dann abwarten, bis. Also, du kannst ja nicht vorspulen unendlich. Und wenn er dann bei diesen fünfmal Vorspulen nicht kommt, musst du halt warten. Ich habe halt nur Apple Music. Du hast mir heute auf einen DM. Oh, süß. Freut mich, dass du dich gefreut hast. Wo kann man meinen Song hören? Überall. Spotify, Amazon Music, glaube ich. Apple Music, auf YouTube gibt's den. Deezer, I don't know. Genau, ich habe jetzt Nico. Sorry, Anna. Der Hype war einfach so unglaublich und jetzt auch noch dein eigener. Oh, danke. Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem Finalsong passiert und ob ihr Oh den hören ja. werdet. Ich habe schon wieder Ob ich richtig den Song Projekt. alleine geschrieben habe. Ich habe den Song so zu 95% alleine geschrieben. Und in der Bridge hatte ich dann irgendwie so zwei, drei, vier. Also da hatte ich auf jeden Fall Hilfe von einem anderen Songwriter, Niklas Blumenthaler und Johannes Schlump. Wir saßen im Studio und haben dann über die Bridge nachgedacht und dann gab es ein paar Denkanstöße und dann war die Bridge auch da. Du möchtest jetzt singen. Ja, ich singe dann mal kurz. Ich habe kein Record-Label, niemand interessiert sich für mich, aber ist okay. Die Songs habe ich in Mannheim aufgenommen. Aber ich glaube, du musst selber laut machen. Du hast leise gemacht. Nee, du. Okay, los geht's. Oh Gott, ich sehe jetzt richtig hässlich. So. Was left in the rain again. Ja. Water drops from my nose. I don't understand what went wrong. Wasn't I enough? iPhone von Luma Gek. Das war das Handy von meiner Mutter, das wurde gerade verbunden. Moment, ich mach mal kurz das Bluetooth von dem Handy meiner Mutter aus und dann mach ich's nochmal. Das war typisch. Das war die Generalprobe jetzt. Typisch ich. Das. So. I was left in the rain again. Water drops from my nose. I don't understand what went wrong. Wasn't I? One moment you are so close to me, you even sweet talk to me. The next you show a side of you that I could live without. You keep leading me on. Keep me in case nobody wants you. But somehow my feelings got strong. But you keep leading me on. 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 Was it you? Could you tell me what to do? I don't wanna lose you, wanna keep you by my side, but I can't force you to. One moment you are so close to me,
even sweet talk to me. The next you show a side of you that I could live without. You keep leading me on. It's like you keep me in case nobody wants you. But somehow my feelings got strong. But you keep leading me on. You keep leading me on. You keep leading me on. Me on. I'm running in circles that always bring me back into your eyes. You leave me standing alone with nothing to hold on to. Running in circles that always bring me back into your arms. So should I be moving on? You keep leading me on. It's like you keep me in case nobody wants you. But somehow my feelings get strong. Oh, but you keep leading me on. Hey, you keep leading me on. Hey, you keep leading me on. Eigentlich will ich immer am Ende singen. Warte. Ah, ich liebe diese Geigen. Violin. Hauptsache gedreht. Ja. Hi Sabine! Ich liebe diese Bridge. Ich mag das Lied sehr gerne. Vor allen Dingen die Bridge. Gell? Jetzt. I'm running in circles that always bring me back into your eyes. You leave me standing alone with nothing to hold on to. Running in circles that always bring me back into your arms. So should I be moving on? Leading me on. Nobody wants to. Ah, liebe die Bridge. Hey Lukas. Danke Yvonne Stephanie for love. Dankeschön. Ich habe heute noch gar nicht gesungen. Ich weiß nicht, ob ich kann. Ich mein's ernst. Mein Mann kann nach hinten losgehen. Ich dachte gerade, du willst pupsen. Jetzt sind wir wieder back zum Unprofessionellen. Wenn du singst, hört sich das so an, als würdest du deine Seele... Oh, danke schön. Mach ich. Kannst du mit Matthias streamen? Ja, ich will auch mal wieder mit dem streamen. Heuer, ich verstehe immer noch Heuer nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Heuer? Ja. Miki, vielleicht ist es dein Internet. Hängt es bei allen anderen Leuten auch oder hängt es nur bei ihr? Ich habe ganz, hier. Wie viele Namen hast du für Tosi? Tosi hat ganz viele Namen verdient. Er ist ein Prinz. Tosi Osmosi. Tosi Osmosi ist mein Lieblingsspitzname. Planst du demnächst noch mehr Mucke zu veröffentlichen? Ja. Gibt es ein Video zu deinem Song auf YouTube? Demnächst. Also ist es jetzt trotz der Verträge von The Voice möglich, Songs rauszubringen? Man konnte verhandeln. Tosi Smile ist der richtige Account. Ah. Okay. Der Text ist noch nicht auf Apple Music. Aber kommt noch.
Hast du noch Kontakt mit... Ah, Yvonne, ja, die Frage hatte ich ja beantwortet. Wie geht's dir aktuell? Wie geht's mir aktuell? Sieht doof aus. Oh. Wir haben gerade... Ist mir egal. Okay. Okay, ich guck's mir gleich nochmal an. Der Song heißt Leading Me On. Musikvideo ist schon fertig. Es ist sehr budget und billig, aber. Genau. Mal gucken, wie es wird. Ja. Hey Turkey, Yakshamlar, Nasılsın? Und hey Poland, nice to have some people f not from Germany. Ist es so schlimm? Oh, warte. Ganz kurz. Cool. Jo, da achtet doch keiner drauf. Okay. Übertreib nicht. Ja, okay. Der Song von The Voice, da muss ich noch schauen, was mit passiert. Ich würde den auch gerne veröffentlichen, weil ich den echt schön finde. Müsste ich mal gucken. I'm good too, thank you. I don't speak any Turkish. Genau. Und ich glaube, ich wollte einfach mal kurz Danke sagen. Warum heißt Frau Maas Frau Maas? Wegen meinen Haaren. Fangen wir mal so. Es gibt keinen Die Grund. roten Haare hat sie wegen Das stimmt mir. überhaupt Ich habe nicht. dich gezwungen, die Haare rot zu machen. Wie du machst, als hättest du mich erfunden, ne? Ja. Ja, so wie ich dich erfunden habe. Nee. Ja, lüg nicht. Er lügt immer. Also, warum bist du Frau Maas? Dafür gibt es keine Erklärung. Einfach so. Weil sie ein großer Fan ist von Bruno Mars. Ew! Hast du ein Lieblingsbild von dir, was du am liebsten gezeichnet haben würdest? Gerade mag ich das eine Bild, was Ja, ich das. gepostet habe, oder das da? Nein. Das da? Nee, das, was du als Spotify-Cover hast. Ah, das mag ich auch Ja, gerne. das mit Aber der das ist Mütze. trotzdem cool, Das? nicht? Ja. Aber ich weiß nicht, ob es gezeichnet so cool Und das? aussieht. Was ist das? Das? Was ist das? Von dem? Ach so, ja, okay, das ist auch gut. Aber ich finde, glaube ich, das mit der Mütze besser. Ich guck mal. Ja. Vielleicht müssen wir es von deinem aus hochladen. Ja, morgen dann. Nein, ich meine, man kann es ja schon mal hochladen, ohne es online zu stellen. By the way, wir sind die ganze Zeit am Überlegen, ob das Musikvideo schwarz-weiß oder bunt wird, aber ich glaube, wir haben uns jetzt für Ja, wir schwarz-weiß lassen es jetzt entschieden. einfach so. Das sieht Okay, gut ich aus. wollte mich gerade fragen, Das kannst du ob ihr. vergessen, ich mach da nichts mehr dran. Du hast da ja eh nicht viel dran gemacht. Excuse you, ich habe das ganze Ding gemacht. Ohne mich gibt's das Video nicht. Und dich auch nicht übrigens. Ja, ich wollte gerade sagen, wer hat den Schnitt gemacht? Ja, wer hat den Schnitt gemacht? Okay, aber wer hat's gefilmt? Ja. Und wer muss Es war da? Teamarbeit. Okay. Kann Frau Bier auch singen? Hä? Hä? Und wenn nicht, könnt ihr trotzdem Duett oder Kahn oder so? Auf gar keinen Fall. Die Gute, die hat zwei Songs mal veröffentlicht. ich model schon seit 2016, Ende 2016. Wann habe ich meinen ersten Job mit Lidl gehabt? Keine Ahnung. 2016 oder 2017? 17. Sicher? Ja. Anfang? Ja, wahrscheinlich. Mich stört was. Wir können es nicht hochladen. Warum? Der Anfang ist verpixelt. Oder meinst du das? Nein. Mach einfach mal deinen Stream, Okay. sonst ist es unhöflich. Sorry.
Heuer heißt dieses Jahr. Heißt heuer wirklich dieses Jahr? Heuer heißt doch heute, oder nicht? Nee, heuer ist doch einfach so ein Allgemeinbegriff. Heuer. Doch, Naja. stimmt. Dieses Jahr, in diesem Jahr. Süddeutsch, österreichisch. Aber sagt man das nicht auch so als Begriff? Oder heutzutage. Ich schwöre, Matze sagt es in jedem dritten Satz. I'm confused. Anyways. Ich will euch nicht weiter mit meiner Trotteligkeit hier aufhalten. Kumusta Kana. Ich habe eine Schwester und einen Halbbruder. Und ich glaube, ich lasse euch wieder alleine. Komm, zum Abschied darfst du noch mal singen. Was soll ich denn singen? Nochmal dein Song. Soll ich nochmal Trainwreck singen? Oder What Trainwreck? Ich the musste gerade irgendwie an James Arthur denken, weil da vorhin irgendjemand was mit James Arthur geschrieben hat. Da stand jetzt nein. Stand es zu dem, ich soll singen oder nicht? Also ich meine, ich habe Nee, du gemeint, soll ich darfst ja nochmal davor singen? noch Dann sagen, kam du darfst. Achso, gib mir nein. mal mein Handy. Ist deine Mutter da? Meine Mutter ist da, die ist in dem Zimmer. Achso, ich soll noch was singen. How about the singers from the Philippines? I don't know any singers from the Philippines. Oder singst du was anderes? Soll ich nochmal. Ach, die wollen, dass ich Pray singe. Pray. Aber ich hab's nicht drauf, das Instrumental. Das Außer du weiß gehst auf ich. YouTube. Ja. Jetzt soll ich Anyone singen. Entscheidet euch. Soll ich Anyone Ich bin für Anyone. Pray? Nee. Weiß ich Warum? nicht. Ich bin nicht so der Fan von Aber ich Pray. mag Anyone nicht singen. Weil ich finde, Das es hat war nur nicht. einmal so emotional. Und wenn ich jetzt Bestimmt nochmal nicht. singe, dann ist Am es. emotionalsten war es mal hier. Ich glaube, wenn ich Anyone nochmal singen würde, dann wäre das so. Okay, dann. Weißt Ich du, hab Angst. das könnte ich nie reproduzieren. Und dann wäre das so. Ach, man kann nicht Du bist so singen. blöd. Und dann sage ich, ja, stimmt. Okay. Der DSV-Zahnschutz ist Stiftung Warentest-Rekordtestsieger. Für dein Was Lächeln ist werden jetzt? alle Kosten übernommen. Ich Super. versuch's. Das wird bestimmt voll scheiße. Try to talk to my guitar, talk to my imagination, confide it into alcohol. I tried and tried and tried some more. Told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone, please send me anyone. Oh, Lord, tell me, is there anyone? I need someone. Attention.
attention. I think I cried too many times. I just need some more affection. Anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why get my praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone, anyone. Please tell me anyone. Oh Lord, tell me, is there anyone? I need someone. Oh, anyone. Oh God. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Ich sag ja, es kommt nie so schön wieder rüber wie auf der Bühne. Es war voll gut. Aber es hat nie das gleiche Gefühl. Für dich vielleicht. Ich fand's gut. Warum habe ich eigentlich die Annie Juan gesungen irgendwann? Sorry. Chance verpasst. Ganz kurz. Fotos made by Luise. Oder Louise. Jeder von uns hat es verdient, ins Finale zu kommen. Und ich finde es eigentlich eher uncool zu sagen, dass jemand es nicht so sehr verdient hätte wie jemand anderes. Weil wir alles gleichwertig verdient haben. Genau. Wollte ich mal sagen. Ich habe Gesang nicht studiert, Magda. Du heißt auch Magda. Aber leider nicht, wie heißt das? Ich habe es leider nicht gelernt. Ich hätte gerne singen gelernt. genau. Ich muss aber jetzt mal weiter gucken wegen dem Video. Was ist am Anfang? Das ist verpixelt, ich weiß nicht warum. Da muss ich mal schauen. Profis, arbeiten mit Profis. wir gucken jetzt mal wegen dem Video, damit das Video auch mal fertig ist. Frau Maas ist, wie ist es für dich, so jemanden als heute zu haben? Die Manu sagt immer, ich bin ekelhaft. Anstrengend. Nein, es ist ganz okay manchmal. Naja, immer. Ekelhafte. Du weißt doch, dass du gut bist. Wie ich gerade gemacht habe, wie so eine Mutter. Wie so ein Hund einfach. Du hässlicher. Nee, wie so eine Mutter. Aber ich bin ja auch deine Mutter. Ja. Gell, alte Frau. genau, ich lasse euch jetzt wirklich mal euren Abend genießen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören von Leading Me On. Ich bin da echt dankbar für jeden Menschen, der sich das anhört und vor allen Dingen für die Leute, die sich vielleicht davon berührt fühlen und verstanden fühlen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man mit der Musik erreichen möchte, dass man Menschen damit berühren kann. Und ja,
Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Abend. I'm Juan. Nein, dann. See you guys next time. Bye bye. Und ja. Adieu. Danke. James.